Der erste Redner kommt von der ÖVP, es ist Wolfgang Gerstl. Wahlrechtsänderung zustimmen und werde das auch kurz begründen. Dieses Paket, das hier vorliegt, entspricht weitgehend dem, das wir in unserer Regierungszeit gemeinsam mit der ÖVP ausgehandelt haben. Kernpunkt dabei ist, unsere Kritik an der Briefwahl abzuarbeiten. Unsere Kritik an der Briefwahl war immer, dass dort die Grundsätze des Wahlrechts nicht gesichert sind, also geheim, unbeeinflusst. Das ist einfach nicht gewährleistet bei der Briefwahl. Und daher haben wir immer gesagt, die Briefwahl sollte auf ein Minimum reduziert werden, dort, wo sie absolut notwendig ist. Oder eben Maßnahmen gesetzt werden, dass die Probleme, die mit der Briefwahl einhergehen, geringer werden. Und das ist hier umgesetzt in mehreren Punkten. Es beginnt einmal damit, dass bis jetzt unklar war, ob eine Briefwahl, die man per Post schickt, überhaupt angekommen ist und berücksichtigt wurde. Da gibt es jetzt, ist jetzt vorgesehen, eine Nachvollziehbarkeit. Zweite Frage war eben, dass man diese Briefwahlstimme zu Hause abgibt. Vielleicht sitzt jemand daneben, macht in Wirklichkeit das Kreuz für den Wähler oder beeinflusst ihn, setzt ihn unter Druck. Jetzt kann man direkt beim Abholen der Briefwahlstimme sofort künftig dann bei der Gemeinde oder beim Bezirk die Stimme abgeben. Also auch dieses Problem fällt weg, sofern man es als Wähler will. Es ist die Barrierefreiheit auch vergrößert worden im Zusammenhang jetzt mit dieser Reform. Und es sind hier also insofern Dinge gemacht worden, die uns sehr wichtig waren. Ein Punkt auch bei der Briefwahl war immer, dass man erst Tage später erfahren hat, wie das echte Wahlergebnis ist, weil die Briefwahlstimmen erst am folgenden Tag ausgezählt werden konnten, auch unter problematischen Bedingungen. Kann man sich auch erinnern an die Anfechtung der Bundespräsidentschaftswahl, die auch damit zusammengehangen ist, wie dann diese Wahlkarten ausgezählt wurden. Also auch das ist jetzt verbessert. Es gibt jetzt eine verpflichtende sogenannte Samstag-Entleerung bei der Post. Das heißt, die Briefwahlstimmen sollen dann schon am Samstag an die entsprechenden Wahlbehörden weitergeleitet werden und damit am Sonntag mit ausgezählt werden. Also hier eine Reihe von Dingen, eine Reihe von Maßnahmen, die hier dazu führen, dass die Briefwahl aus unserer Sicht sicherer und besser wird. Und das ist etwas, was wir eben auch schon damals verhandelt haben und gefordert haben. Und das ist jetzt umgesetzt und das freut uns. Ein Punkt, der uns auch wichtig war, ist, dass die Beisitzer bei der Wahl, dass das ein Ehrenamt bleibt, also dass da jetzt nicht irgendwelche Externen dazukommen, sondern dass die Parteien sich nach wie vor darum kümmern. Auch das bleibt aufrechterhalten. Es war auch immer wieder die Diskussion, dass die unterschiedlich bezahlt werden in den verschiedenen Bundesländern. Auch das soll jetzt angeglichen werden. Auch das ein Schritt in die richtige Richtung. Und ein Punkt, der noch offen war, weshalb wir im Ausschuss nicht zugestimmt haben, war, dass es ursprünglich hätte sein sollen, dass Briefwahlkarten, die zugeklebt sind, ungültig sein sollten. Das kann man natürlich argumentieren, dass man mit dem Zukleben allenfalls sie markieren kann. Und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Aber das Wahlrecht muss vor dem Wahlgeheimnis gehen. Denn das Wahlgeheimnis setzt ja zuerst einmal voraus, dass man überhaupt ein Wahlrecht hat. Und das Wahlrecht muss wichtiger sein. Und wir haben da ja gesagt, das muss entfernt werden. Dieser Nichtigkeitsgrund muss entfernt werden, weil es muss wichtiger sein, dass eine Stimme an sich einmal gezählt wird, als dass sie wegen eines Formalismus für ungültig erklärt wird. Auch dem ist man nachgekommen. Und daher sind für uns alle Punkte damit geklärt. Und wir stimmen daher zu und freuen uns, dass hier in Wirklichkeit auch Anliegen, die uns immer wichtig waren, umgesetzt wurden. Das war natürlich Harald Stephan von den Freiheitlichen. Diese Neuerungen im Wahlrecht würden die Briefwahl in Österreich sicherer und besser machen, so Stephan.